finde das auch so eine weitere Geschichte um diese Balance aus Chaos und Ordnung, aus Planung und Kreativität. Diese Sachen einfach, ich kenne Leute, die schreiben sich To-Do-Listen und schreiben jeden Tag ihre To-Do-Listen um. Also es gibt ein gutes Gefühl, wenn du das raufbringst, und es ist auch gut so. Aber was passiert dann? Die Machphase. Genau. Und dann gibt es Leute wie mich, die machen halt einfach, machen. Und vielleicht sollte ich ihnen wieder ein bisschen was mehr planen. Ja? Aber ich vertrete noch immer die Philosophie, dass Stärken und nur wirklich tödliche Schwächen ausmerzen. Es gibt jeder, glaube ich, kann irgendwas extrem gut. Handwerklich, inhaltlich, künstlerisch, kreativ, technisch, kommunikativ, was auch immer. Und das muss man herausfinden, indem man 100 Sachen ausprobiert und 99 sind es nicht. Und nicht. Ich hab Marketing studiert und allein der Gedanke, wie ich darauf gekommen bin, Marketing zu studieren, ist, weil die Mutter meiner damaligen Freundin in einer Werbeagentur gearbeitet hat. That's it. Das war damals mit 18, 19 meine einzige großartige Herangehensweise. Weil die Verbindung schon da ist mit ihm. Ja, was vielleicht naheliegend war in dem Moment. Und wir dachten, ja, ist cool, mit so bunten Bildern und ein bisschen blöd reden, das kann ich hier gut. Das ist genau meins. Und dann studierst du Marketing und dann bist du fast 10 Jahre in dieser Branche drinnen. Und es basiert eigentlich auf einer 10-Sekunden-Idee. Dass ich die Mutter von meiner Freundin damals gesehen habe, die in einer Werbeagentur gearbeitet hat. Ist ja völlig hirnrissig. Ist es nicht, aber wahrscheinlich hätte ich nach 5 Jahren was anderes machen sollen. Aber weißt du, der Druck und du verdienst Geld und hast deine Wohnung und dann machst du nicht so schnell so und sagst, mache ich dann doch was anderes. Und vor allem was? Und das dauert dann wieder 3, 4, 5 Jahre, bis halbwegs gut bist. Und das machen, glaube ich, zu wenige Leute. Herauszufinden, was du nicht gerne machst. Chaos und Ordnung. Was bedeutet Chaos und Ordnung? Chaos bedeutet, und jetzt beziehen wir uns mal aufs Training, Sessions nicht zu planen. Nach dem Gefühl zu gehen, aber nicht esoterisch, sondern okay, bin ich wahnsinnig gestresst? Muss ich vielleicht was anderes trainieren, als wenn ich wahnsinnig viel Energie habe? Wie nutze ich Cardio, wo ich Laktat quasi lerne zu verwenden als Hauptenergieträger im Körper? Wann setze ich Cardio-Training gezielt ein? Aber auf der anderen Seite auch, wann setze ich Krafttraining gezielt ein, wo ich mir und meinem Körper beibringe, Laktat zu produzieren? Wann brauche ich was? Wir tendieren wahnsinnig dazu und ich natürlich auch, sozusagen, wir manifestieren meistens das sind meine Lieblingsübungen. Ja? Aber wenn man sich ganz genau anschaut, sind das nicht nur Lieblingsübungen, sondern das ist auch immer genau die Art und Weise, wie ich diese Übung mache. Ja? Bis zu einem gewissen Punkt, bevor es brennt, oder manche machen es quasi jede Übung, nur dass es brennt. Und ich glaube, da muss man oft einen Schritt zurück machen und sagen, okay, wie viel Chaos habe ich noch in meinem Training drinnen? Das gleiche auch mit Ordnung. Ich kenne Leute, die verwenden mehr Zeit für ihre Trainingsplanung als für eigentliches Training. Das ist natürlich auch nicht sinnvoll. Ich verstehe den Grundansatz, Dinge kontrollieren zu wollen, aber manchmal kann man Fortschritt einfach nicht kontrollieren. Und vielleicht ist es auch gut so. Vielleicht darf man ihn auch nicht kontrollieren. Die besten Dinge passieren meistens dann, wenn man nicht damit rechnet. Und jeder kennt so ein eigenes Beispiel. Zum Beispiel mein eigenes, wie man zu Jobs kommt oder wie man eine Location findet. Zum Beispiel jetzt hier vom Gym, wo wir damals Location gesucht haben, eigentlich gar nicht in Klosterneuburg, sondern hauptsächlich in Wien. Und da kriege ich einen Anruf von einem Makler, oder war das, glaube ich, sogar direkter Vermieter, der meine Nummer herausgefunden hat und gesagt, ja, ich habe gehört, Sie hören, Sie suchen eine Gymfläche, kommen Sie mal vorbei. Dann komme ich vorbei, und er zeigt mir im dritten Stock in Wahrheit eine Büroetage. Und ich sage, es tut mir jetzt wahnsinnig leid, aber das entspricht nicht unseren Anforderungen, weil wir sind vielleicht auch relativ laut teilweise, laute Musik, Sachen fallen runter, das passt einfach nicht. Gehe bei der Tür raus, bin schon bei der Stiege und höre nur so im Hintergrund, wie er mir nachschreit, naja, dann wird die Lagerhalle für sie auch nicht interessant sein. So, ich, what, Lagerhalle? So, und dann geht er mit mir in das heutige und jetzige Gym.
Konfettiregen und Raketenstein gleichzeitig auf. Ich sage, okay, genau das habe ich gesucht. Das heißt, oft, und jeder kennt so ein Beispiel, wo man jetzt plant, aber in Wahrheit kommt es dann immer anders. Das heißt, Zufall zulassen, nicht alles überplanen, nicht die Augen verschließen, wenn was Gutes quasi vor einem liegt, nur weil man es vielleicht gerade nicht geplant hat. Ich glaube, die Krux an der Sache ist, dass wir das nicht gelernt haben. Zufall zuzulassen oder es muss immer alles nach Plan laufen, Businesspläne zu schreiben. Ich würde gern den einen Unternehmer treffen, der seinen Businessplan nach einem Jahr nicht über Bord geworfen hat, korrigiert hat. Ja, gut, man beginnt eine Planung, korrigiert sie, das ist in Ordnung, aber man hält nicht strikt daran fest. Was heißt das jetzt fürs Training? Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, konkrete Ziele zu haben. Sagen wir mal, in 6 Wochen XY zu erreichen. Dann in diesen 6 Wochen völlig von der Zielmessung wegzugehen und zuzulassen, dass gute Dinge passieren können, Dinge auszuprobieren. Einfach den Prozess zu genießen, wie es dorthin kommt. Und nicht fix und steif auf dieses Ziel hinzuarbeiten, weil entweder man vergisst sich, weil man halt unbedingt das Ziel erreichen will, oder man erreicht es nicht. Und das ist dann richtig niederschmettern und das wollen wir verhindern.